Falls ihr noch nicht wusstet, wie ein Wölkchen schmeckt, dann bleibt jetzt dran. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kochkanal Kochen mit Melody und herzlich willkommen in der Weihnachtszeit. Hier wird es ab jetzt jede Woche 2 Videos geben, deswegen freut euch drauf. Ich freue mich besonders drauf, denn die Weihnachtszeit ist einfach die schönste Zeit. Und heute backen wir ganz tolle Butterwölkchen. Die sind so himmlisch, wirklich. Diese kleinen Butterwölkchen schmelzen auf der Zunge und schmecken wirklich wie Wölkchen. Deswegen probiert es unbedingt aus. Jetzt gibt es für euch das Rezept Schritt für Schritt und ich wünsche euch viel Spaß. Für die Butterwölkchen brauchen wir 250 Gramm weiche Butter, 320 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, einen Teelöffel Backpulver, 3 Päckchen Vanillezucker und 80 Gramm Puderzucker. Als erstes geben wir das Mehl in eine große Schüssel, dann auch die Butter, am besten Zimmertemperatur sollte sie sein, dann geben wir den Vanillepuddingpulver hinzu, den Puderzucker, Vanillezucker und das Backpulver und dann wird das Ganze schön zusammengeknetet und am Anfang ist der Teig sehr, sehr bröselig, aber das wird mit der Zeit immer besser. Es ist auch ein bisschen anstrengend, aber am Ende habt ihr eine wunderbare Kugel und es sollte nichts mehr in der Schüssel an Teig kleben bleiben. Als nächstes nehme ich mir die Teigkugel und teile sie in 3 Stücke. Ihr könnt es natürlich jetzt anders machen als ich. Ich finde das so am einfachsten. Ich habe das schon oft gemacht, deswegen weiß ich ungefähr, wie dick meine Rolle sein soll. Ich nehme also jetzt die 3 verschiedenen Stücke und mache da einfach lange Würste draus, sodass es eben alles gleichmäßig ist. Und dann kann ich mir ganz einfach meinen Teig in kleine Stücke schneiden. Und aus diesen kleinen Stücken werden dann meine Butterwölkchen. Am besten sollte sie so groß sein wie eine Walnuss. Achtung, nicht zu groß machen, denn die gehen beim Backen noch auf und am Ende habt ihr sonst so ein Riesenplätzchen. Und wenn das erste Blech schon voll ist, kann das in den Ofen und zwar bei 150 Grad Umluft für ungefähr 15 bis 16 Minuten. Meine waren jetzt 15 Minuten und 38 Sekunden drin, um genau zu sein. Und währenddessen mache ich schon mal mein zweites Blech fertig. Im Ganzen bekommt ihr 2 Bleche raus mit dem Teig. Und ja, das sind jetzt meine ersten Plätzchen, die gleich fertig sind. So sehen sie aus. Ihr seht, die sind etwas flacher geworden, die sind also aufgegangen. Deswegen Achtung mit der Größe. Und nach 2-3 Minuten auskühlen gebe ich sofort Puderzucker drüber. Der Puderzucker hält nämlich dann besser. Und ja, da gebt ihr natürlich so viel, wie ihr wollt drauf. Ich mag es gerne sehr weiß, sehr pudrig. Und das zweite Blech ist dann auch gleich fertig und hier könnt ihr genauso vorgehen. Einfach rausnehmen, mit Puderzucker bestreuen und fertig sind die Butterwölkchen. So meine Lieben, das war's schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Däumchen nach oben für dieses Video und abonniert meinen Kanal. Hier gibt es jede Woche ein neues Video für euch. Ab jetzt natürlich 2. Und ganz wichtig, aktiviert auch die Glocke, die neben dem Abonnieren-Button ist, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online geht. Wann das zweite Video immer online geht, das ist noch ein bisschen unklar. Momentan ist es immer montags. Und das zweite Video werde ich versuchen, mittwochs hochzuladen. Wenn das nicht klappt, dann ist eben die Glocke gut, denn wann dann werdet ihr benachrichtigt, hey, Melody hat ein neues Video hochgeladen. Ja, ich habe gesagt, wir probieren diese Butterplätzchen zusammen, diese Butterwölkchen. Und ich weiß ja, wie sie schmecken, aber für euch natürlich hier nochmal, ne, damit ihr auch richtig Lust darauf bekommt. Sie zerbröseln im Mund, sie schmelzen auf der Zunge. Und die sind so luftig. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ja, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier keinen Puderzucker irgendwo drum habe um den Mund. Aber gut. Ja, macht sie auf jeden Fall nach. Es lohnt sich. Es ist wirklich total easy. Ihr habt es gesehen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr Lust bekommen habt, sie nachzumachen. Oder wenn ihr sie nachmacht, schreibt mir unbedingt, wie sie euch geschmeckt haben. Und ja, ob ihr auch findet, dass das wirklich, wirklich wie ein Wölkchen auf der Zunge zergeht. So, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Backen, beim Naschen und wir sehen uns bald wieder.